Wir starten jetzt mit der Session Zukunftskompetenz Kollaboration mit Dr. Anja Adler vom Better Place Lab. Und ich freue mich, nicht nur anmoderieren zu dürfen, sondern später auch noch ein bisschen von unseren Erfahrungen berichten zu dürfen. Aber jetzt übergebe ich erstmal an dich, Anja, und wünsche uns viel Spaß. Hallo, auch von mir. Ich bin Anja Adler. Ich zucke immer noch so ein bisschen, wenn der Doktor vor meinem Namen genannt wird, danke Rieke. Ich habe in Politikwissenschaften promoviert zum Thema Partizipation und irgendwie zieht sich das eben auch zu meinem durch mein Leben so hindurch, die Frage, wie wir gut mit anderen gemeinsame Sache machen. Und darüber möchte ich heute auch mit euch sprechen. Ja, ich habe 45 Minuten vorbereitet mit so einer Mischung aus Impulsen von mir. Ich werde auch nicht alleine sprechen, sondern ich habe Susanne Sallinger und Rieke Petersen, einmal Stiftung Bürgermut und Akademie für Ehrenamtlichkeit an meiner Seite. Da kommen wir aber noch dazu. Die werde ich immer mal wieder einbeziehen in meinen Impuls. Und genau, ich habe auch so zwei Momente vorbereitet, wo ihr unter euch in Kontakt kommen könnt und euch austauschen könnt zu dem Thema. Genau, und ich spreche eben heute mit euch über die Zukunftskompetenz Kollaboration und die Frage, ob wir gute Zusammenarbeit lernen können. Da habe ich 5 Thesen mitgebracht und wir sind schon mittendrin im Ankommen. Wie schon gesagt, genau, den Check-in haben wir gerade gemacht. Die These 1 kommt gleich, dann ein Breakout, dann 4 weitere Thesen, dann nochmal ein Breakout und dann machen wir noch eine kleine Checkout-Runde. Und um 12.25 Uhr, die Zeiten stimmen nicht ganz, da gab es ein Missverständnis, sind wir hier fertig. These Nummer 1. Je nach Komplexität der Aufgabe brauchen wir unterschiedliche Qualitäten der Zusammenarbeit. Ist für euch vielleicht auch schon selbstverständlich, aber für mich ist das wirklich ein zentraler Ausgangspunkt zu sagen, es gibt überhaupt unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Arten der Zusammenarbeit. Und da habe ich, ja, um da so einen einfachen Zugang vielleicht dazu zu finden, 2 Bilder mitgebracht. Das eine ist das Picknick und das andere ist das Kuchenbacken. Das habe ich mir selber nicht ausgedacht. Das ist ein Ansatz, der von Joran Mus-Meerholz kommt. Der hat während Corona da auch ein kurzes Video zugemacht. Und wenn ihr Lust habt, habe ich euch das verlinkt und da könnt ihr im Nachgang nochmal nachschauen. Aber um zu erklären, was Kooperation, was ich behaupten würde, die Art ist, wie wir meistens mit anderen zusammenarbeiten, gerade von Kollaboration, der Art, von der ich sagen würde, braucht unsere Welt vielleicht ein bisschen mehr, um die sehr komplexen Herausforderungen global vernetzter Probleme gut zu lösen, unterscheidet, diese 2 relativ einfach zugänglichen Bilder zu haben. Genau, wir haben auf der einen Seite zur Art der Arbeitsteilung ein Picknick, könnt ihr euch ja mal vorstellen, mit ein paar Freunden oder mit anderen Menschen, eurem Team zusammen organisiert ihr ein Picknick. Da geht es vor allen Dingen darum, sich im Vorfeld vielleicht gut abzusprechen, wer bringt was mit, damit wir nicht nachher irgendwie 3-mal Brot und keine Butter und vielleicht noch nicht mal eine Decke, auf der wir sitzen können, haben. Das ist einmal eine gute Koordination und dann können aber alle sozusagen loslaufen und selber ihre Aufgaben erfüllen und im Ergebnis kommt das dann nachher zusammen. Wir haben auf der anderen Seite einen etwas komplexeren Vorgang des Kuchenbackens, wo es auch auf die Temperatur ankommt, die ich einstelle, die Art, wie ich die Sachen miteinander vermische. Jetzt stellt euch vor, mit den gleichen 10 Leuten, mit denen ihr das Picknick aufgeteilt habt, wollt ihr einen Kuchen backen. Komplexität der Aufgabe, ne, könnt ihr euch vielleicht ja eben gut vorstellen, sichtbar höher. Und die Anforderungen an die Kommunikation und Koordination werden hier auch anders. Also wie überhaupt den Teig schlagen mit 10 Leuten. Das kann man nicht so arbeitsteilig aufteilen, sondern jetzt müssten wir darüber sprechen, ja, wer hat vielleicht wie viel Erfahrung mit diesen Arbeitsschritten, welche Kompetenzen bringen wir mit, welche Vorstellungen davon haben wir, wie lange der Teig geschlagen werden soll oder ob man das in so einer Schüssel oder mit diesem Rührgerät oder lieber mit der Hand macht, ja, welchen Ofen wir benutzen und so weiter und so weiter. Also viel mehr Abstimmungsbedarf, viel mehr Kommunikationsbedarf.
Und am Ergebnis nachher ist gar nicht mehr so leicht erkennbar, wer eigentlich von uns welchen Schritt übernommen hat. Ne? Entweder wird es am Ende ein guter Kuchen, wenn wir das gut manövriert haben, diese Abstimmung, oder der ist irgendwie total hart und irgendwie vielleicht zu viel Zucker drin oder was auch immer. Beim Picknick können wir nachher noch ziemlich gut zuordnen. Ah ja, das Brot, das Person X mitgebracht hat, das war irgendwie von gestern und hat nicht mehr so lecker geschmeckt, aber die Äpfel, die Bio-Äpfel, total toll. So. Und genau, es wäre wahrscheinlich auch möglich, ein Picknick mit einem kollaborativen Anspruch zu organisieren, in dem wir uns sehr viel darüber austauschen, wer jetzt die besten Äpfel besorgen kann und so weiter. Aber vielleicht ist es der Aufgabe gegenüber gar nicht angemessen, da so einen hohen Abstimmungs- und Kommunikations- und Aufwand überhaupt zu betreiben. Beim Kuchenbacken geht es fast nicht anders. Und das ist mir sozusagen wichtig, dass das Erste, was ihr mitnehmen könnt von heute, es ja einfach bestimmte Aufgaben oder bestimmte Projekte oder bestimmte Herausforderungen gibt, die wir eben gut mit Kooperationen lösen können und andere, die Kollaboration einfach erfordern und da auch nochmal eine andere Qualität der Ergebnisse hervorbringen. Vielleicht als letzten Impuls dazu, ich versuche das auch gerade immer so auf die aktuelle Situation anzuwenden und würde halt auch sagen, ich habe im Umgang mit beispielsweise der Vermittlung von Unterkünften an geflüchtete Menschen aus der Ukraine, war es am Anfang total wertvoll und wichtig, das kooperativ zu lösen und schnell aufzuteilen, wer sich um welche Arbeitsschritte kümmert und da einfach gerade was übernehmen kann und schnell sozusagen eine Lösung zusammenzubauen aus den vielen Einzelteilen. Und gleichzeitig würde ich sagen, jetzt langfristig, gesamtgesellschaftlich, wäre es wahnsinnig wertvoll, wenn wir kollaborativ an dieser Herausforderung des guter Lösungen für die Aufnahme und auch das gesellschaftliche Integrieren von geflüchteten Menschen hier finden. Dann mache ich weiter mit meiner nächsten These, These Nummer 2. Das ist ja auch so ein bisschen der Untertitel für heute gewesen. Kollaboration braucht eine Reihe von Kompetenzen, die wir lernen und trainieren müssen. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht relativ banal. Mir ist es total wichtig, dass diese Art von Zusammenarbeit auf das Kuchenbacken sozusagen, das Metaphorische, tatsächlich was ist, was wir eben erst lernen und trainieren müssen und was die meisten von uns, viele von uns vielleicht auch jetzt nicht mit der klassischen Schulbildung zumindest sich aneignen konnten vielleicht wirklich eben erst in so einer professionellen Weiterbildung etwas ist, was wir uns jetzt heute erschließen und da auch noch ganz viel darüber lernen können und dürfen. Ich bin auch nicht die Einzige, die das sagt. Also ich habe mal so drei so Modelle mitgebracht, die mir jetzt so aktuell über den Weg gelaufen sind, wo es um diese Frage dieser Zukunftskompetenzen geht. Das eine ist das Future Skills, der Future Skills Ansatz vom Stifterverband zusammen mit McKinsey entwickelt, wo es so um die Arbeitswelt 4.0 und die Kompetenzen, die wir eben für diese neue Arbeitswelt brauchen, geht. Und da wurden insgesamt 377 Unternehmen befragt und 123 Behörden im letzten Jahr. Und da ist eben dieses Framework, dieser Ansatz rausgekommen. Und an Kompetenzen verschiedenste wurden da benannt und gesammelt und unter anderem neu eben sogenannte transformative Kompetenzen. Zu denen gehört die Beurteilung gesellschaftlicher Herausforderungen, also eine Urteilsfähigkeit, eine Innovationskompetenz, auch eine persönliche Veränderungskompetenz und auch eben Dialog- und Konfliktfähigkeit und eine Missionsorientierung. Alles Sachen, die ich unter Kollaborationsfähigkeit packen würde. Also die nennen das hier transformative Kompetenzen, aber ich würde sagen, das ist sehr nah an dem, was ich unter Kollaboration eben auch beschreiben würde. Also das ist so ein
Ansatz, den es gerade gibt. Ein anderer ist hier der Future Skills Ansatz rund um Peter Spiegel, wo ja ein ganzes Netzwerk an Personen aus ganz verschiedenen Sektoren eben auch verschiedenste Zukunftskompetenzen gesammelt hat, die wir brauchen zur Lösung der Herausforderungen unserer Zeit. Und da wird eben dieses Stichwort Co-Kreation benannt, was auch sehr nah an Kollaboration für mich zumindest liegt. Und genau da, wenn ihr Lust habt später, ne, die Links sind hier drin und ihr das noch nicht kennt, könnt ihr da auch mal reinschauen. Auch spannend sind die sogenannten Inner Development Goals. Da ist Kollaboration tatsächlich eine Subkategorie der Zukunftskompetenzen, die hier identifiziert wurden. Und das Ganze basiert auf einer Befragung von fast 1000 Teilnehmenden, auch aus dem letzten Jahr, aus der ganzen Welt, vor allen Dingen aus der ganzen westlichen Welt, muss man ehrlich gesagt dazu sagen. Also ich glaube, 62% aus Schweden und Europa und genau westlichen Staaten. Und genau, das ist hier entstanden, um auch eine Bewegung aus Schweden, um die Growth That Matters-Konferenz herum. Zu diesen Inner Development Goals haben auch Menschen wie Peter Senge oder Otto Schama oder andere WissenschaftlerInnen dran mitgearbeitet. Und es wurden eben fast 1000 Menschen befragt zu der Frage, welche Qualitäten oder Skills brauchen wir, um die UN Sustainable Development Goals zu erreichen? Und da wurde Kollaboration eben auch als ein wichtiger Bestandteil genannt und eben wirklich auch als eine Kompetenz, die es zu trainieren und zu erlernen geht. Also es ist auch nochmal ein Rahmen, den ihr euch angucken könnt, wenn ihr euch für diese Themen interessiert. Unabhängig davon komme ich eben eher auch aus der Praxis und das war jetzt sozusagen so ein bisschen, was die Forschung gerade auch beisteuert und spreche hier über Kollaboration, so wie wir beim Better Place Lab, den im Rahmen vom Better Place Collab-Programm ehrenamtlich und hauptberuflich Engagierte vermitteln. Das machen wir in 5 Basisworkshops seit Dezember 2021. Insgesamt haben im letzten Jahr schon 35 Workshops stattgefunden. Bis zum Ende des Programms diesen Herbstes werden es 60 Workshops sein und wir werden insgesamt ungefähr 500, 600 Teilnehmende erreichen. Bis jetzt, also bis zum heutigen Tag, sind es schon 400. Das Ganze ist gefördert durch Luminate und die Schöpflin-Stiftung und wir haben eben einerseits diese Basisworkshops, die wir anbieten können zum Thema Kollaboration und aber eben auch noch 20 Stunden Prozessbegleitung für 8 sogenannte Cluster. Das sind Zusammenschlüsse von 4 Organisationen mindestens, manchmal sind es auch mehr, die zu einem Zukunftsthema gemeinsam arbeiten wollen und sich in Sachen Kollaboration eben nochmal durch eine Prozessbegleiterin, einen Coach unterstützen lassen, um ihr gemeinsames Ziel zu erreichen und in dieser Fähigkeit, Kollaboration eben gemeinsam zu trainieren und sich zu entwickeln. Und über eins dieser Cluster sprechen wir auch gleich noch. Genau, so sieht das CoLab nochmal anders dargestellt aus, nur dass ihr so eine Idee habt. Da gibt es eben Basisworkshops, in denen wir die Kollaborationskompetenzen, von denen wir glauben, dass es sie braucht, vermitteln. Das sind 5 Workshops, die aufeinander aufbauen und dann immer rollierend sozusagen über 2 Jahre durchlaufen. Und es gibt aber eben noch diese Cluster-Prozessbegleitung, die aus verschiedenen Bausteinen besteht, um diese organisationsübergreifenden Gruppen gut zu begleiten und zu unterstützen. Jetzt von diesen ersten ca. 400 Teilnehmenden konnten wir auch schon erste Evaluationsergebnisse gewinnen. Wir fragen nach jedem Workshop, wie die Teilnehmenden die Workshops fanden. Und wir fragen aber auch über die Zeit immer wieder, ob sie mit den Inhalten etwas anfangen können. Und das, was ich hier eben teilen möchte, ne, wir denken zurück an die These, Kollaboration ist etwas, das wir lernen können.
sehen wir eben an den ersten Zahlen auch, dass die TeilnehmerInnen zustimmen, in den Workshops tatsächlich etwas zu lernen, was sie dann auch im Alltag anwenden können. Also hier mit häufig 15% und öfters bei knapp 60% relativ hohe Zustimmung zu der Frage des Lernens und ja, sich auch im besten Fall die Kollaboration oder Kollaboration im Alltag verbessert. Auch hier sind wir nicht die Einzigen, die ja, denken, dass wir Kollaboration lernen können oder systemisches Denken lernen können. Ich habe hier auf der Slide noch mal ein paar andere Programme zusammengestellt, die das auch gerade anbieten. Und wir stellen dir die Präsentation nachher zur Verfügung, wenn ihr da Lust habt, noch mal reinzugucken. Vielleicht kennt ihr die auch alle, aber ansonsten gibt es hier eben auch noch mal Links zu ein paar anderen Angeboten. These Nummer 3. Zu den für Kollaboration wichtigen Kompetenzen gehören Selbstkontakt, Reflexion, empathische Kommunikation, also empathisches Zuhören und Sprechen, die Fähigkeit, Spannung zu halten und Metareflexion. Und hier ist mir eben wichtig, zu guter Kollaboration gehört sicherlich auch ein gutes Projektmanagement und eine Wirkungsanalyse und ja, andere Qualitäten, andere professionelle Qualitäten, die wir vielleicht alle schon mehr trainiert haben, dass das alles vor allen Dingen auch innere Kompetenzen sind, die wir erstmal als Individuen und in Gruppen trainieren und aufbauen. Und hier habe ich nochmal einen anderen Zugang dazu gewählt, wie wir das Collab oder das, was wir beim Better Place Collab eben anbieten, auch darstellen können. Wir trainieren eben Fähigkeiten für Kollaboration auf 3 Ebenen. Auf der persönlichen Ebene, da geht es vor allen Dingen erstmal sehr viel um Selbstwahrnehmung und Selbstkontakt. Weiß ich eigentlich, wer ich bin? Kenne ich meine eigene Betriebsanleitung und kann die mit anderen teilen, wenn ich gut mit anderen zusammenarbeiten möchte. Dazu gehört eben wirklich auch die Wahrnehmung auf den 3 Ebenen, also mental, aber eben auch emotional und körperlich. Und kann ich mich selber gut regulieren und das ja überhaupt eben erstmal wahrnehmen, wer ich bin. Dann haben wir sozusagen das Wir in der Mitte, die Beziehung untereinander. Da geht es um Kompetenzen wie Empathie, Dialog und Konfliktfähigkeit. Und ich habe es eben schon gesagt, so wertschätzende Kommunikation, also Qualitäten des Sprechens und des Zuhörens, die zu trainieren. Und dann gibt es sogenannte Feldkompetenzen, zu denen gehören, ne, wir haben es beim Stifterverband schon gehört, so etwas wie die Urteilsfähigkeit. Also kann ich komplexe Informationen gut einordnen und zueinander in Bezug setzen. Multiperspektivität, kann ich verschiedene Wahrheiten, verschiedene Perspektiven auf eine Sache nebeneinander stehen lassen und die nächste Fähigkeit, Ambiguitätstoleranz aushalten, dass das eine gewisse Spannung in mir erzeugt, die sowohl mental sein kann, aber die auch emotional und physisch sein kann und im Zweifel auch mal recht überfordernd auf mich wirkt. Das sind eben die 3 Ebenen für den Kompetenzaufbau, von denen ich glaube, dass wir sie trainieren und einüben können. Und an der Stelle würde ich einmal ganz kurz an Rieke und Susanne, an euch das Wort geben wollen und euch fragen, ihr habt ja die Workshops auch besucht, jetzt gar nicht so sehr mit Blick auf das Cluster, auf das kommen wir gleich noch zu sprechen. Genau, wie war denn dieses Training für euch sozusagen? Konntet ihr da was Neues für euch mitnehmen? Und was war so das, was euch am meisten ja, vielleicht auch hängen geblieben ist? Ich kann gerne mal anfangen. Genau, ich habe total viel mitgenommen, aber vor allen Dingen auch deswegen, weil wir das als Cluster besucht haben. Auch wenn wir über das Cluster später sprechen, fand ich es total wertvoll, dass wir also eine gemeinsame Ebene gefunden haben, über die wir eben auch kommuniziert haben, gerade was diese Beziehungsdimension anging. Also, dass man gemeinsam weiß, dass das in Ordnung ist, tatsächlich auch diese ganzen Worte, die du da aufgeschrieben hast, zuzulassen im beruflichen Kontext. Mhm. Und das eben sich natürlich selber bewusst zu machen, aber auch zu wissen, dass es den anderen bewusst ist. Das ist für mich so der größte Gewinn auch an den Workshops gewesen. Susanne, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich sehe Nicken. Sehr gut. Dann kommen wir gleich nochmal zu dir, Susanne.
die Basis, und ne, das ist auch das, was du gerade beschrieben hast, Rieke, die Basis, und das ist meine These Nummer 4, gelungener Zusammenarbeit besteht und überhaupt die Voraussetzung für Kollaboration, damit die entstehen kann, damit wir beim Kuchenbacken wirklich ehrlich damit sind, wer welche Kompetenzen hat und wer welche Arbeitsschritte übernehmen kann und wo wir vielleicht uns auch mal zurückziehen, ist ein funktionierender Beziehungsraum. Und genau, da werde ich jetzt die meiste Zeit nochmal mit verbringen. Genau, und da sprechen wir über dieses zweite Cluster, zu dem eben Rico und Susanne gehören. Vielleicht habt ihr gestern schon das Video zum Angebotsfinder gesehen. Es wird auch heute Mittag nochmal gezeigt und ihr könnt es im Nachgang auf jeden Fall euch auch nochmal anschauen. Aber wir sprechen eben über heute über einen Moment, ich will es gar nicht zeigen. Nein. über dieses zweite Cluster, bei dem sich genau diese Organisationen, die ihr seht, auf den Weg gemacht haben, die Qualifizierung für Organisationen aus der Zivilgesellschaft in Anliegen der Digitalisierung besser zu unterstützen. So würde ich es mal formulieren, ganz breit gesagt. Dazu gehörten eben die Stiftung Bürgermut, die Better Place Academy, die Akademie für Ehrenamtlichkeit, genau, Verein 3.0, Wertewandel Wissen, und Haus des Stiftens und die digitale Nachbarschaft. Genau, die sind auch alle hier im Digital Social Summit vertreten, das weiß ich. Und dieses Cluster hat sich eben zusammengefunden unter der Prozessbegleitung von mir aus dem Lab und Anjet Seckert, das ist eine unserer Mastercoaches und auch Initiatorinnen, Mitinitiatorinnen dieses Kollaborationsansatz und der Prozessbegleitung, so wie wir sie vorschlagen. Und wir haben über gut ein Jahr sozusagen diese Gruppe begleitet, und ich würde auch sagen, wir waren Teil dieser Gruppe für die Zeit und haben gemeinsam unser Bestes getan, kollaborative Momente zu kreieren. Und dieses Entstehen eines wertschätzenden, warmen Beziehungsraums, würde ich jetzt mal sagen, war dafür die wichtigste Grundvoraussetzung und auch das, wo am meisten Energie reingeflossen ist. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein Jahr mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich noch viel mehr systemisch gearbeitet und noch viel mehr an anderen Stellschrauben. Und das ist wahrscheinlich auch das, oder ich wünsche mir, dass das was ist, was euch in die Zukunft begleitet, auch ohne unsere Prozessbegleitung. Aber ich würde schon sagen, dass dieses Entstehen des Beziehungsraums so 70-80% unserer gemeinsamen Zeit eingenommen haben. Und in diesem Clusterprozess gibt es eben einfach, um euch das nochmal so ein bisschen zu skizzieren, gibt es immer wieder Momente, wo die Gruppe sozusagen ohne unsere Begleitung in Arbeits- und das ist hier mit AT, Arbeitstreffen zusammenkommt und tatsächlich inhaltliche Arbeit macht, also an diesem Angebotsfinder, ich frage euch auch gleich nochmal dazu, gearbeitet hat. Und es gibt aber immer wieder Momente, wo wir gemeinsam mit der Prozessbegleitung und mir zusammengekommen sind. Die sind hier mit diesen, sage ich mal, in so blau dargestellten, mit den Pfeilen gekennzeichneten Momenten dargestellt, wo wir zusammenkommen und geschaut haben, wie ist unsere Zusammenarbeit eigentlich gerade? Und zwar nicht auf einer inhaltlichen Art und Weise, sondern fühlen wir uns wohl damit? Wie ist unsere Position in der Gruppe? Welche Rollen nehmen wir ein? Ist die Geschwindigkeit, die wir gerade haben, für uns passend? Gibt es persönliche Entwicklungen, die wir vielleicht einfach einbeziehen müssen, weil die inhaltlich vielleicht verhindern, dass bestimmte Sachen passieren können, die aber auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt sind und da auch zu lösen sind. Und von solchen Treffen hatten wir 5 über das letzte Jahr verteilt. Und die gingen dann immer unterschiedlich, mal eine Stunde, mal auch, der längste war, glaube ich, 4 Stunden, wo wir dann wirklich relativ intensiv auch an diesen Fragen gearbeitet haben. Genau. Bevor ich dazu aber gleich auch nochmal an euch beide übergebe, Rieke, würdest du nochmal skizzieren, was ihr denn inhaltlich gemacht habt, weil das hier vielleicht auch nicht alle wissen?
Ja, total gerne. Genau, wir haben uns Anfang der Pandemie zusammengesetzt, um zu sprechen, wie wir als Projekte, die sozial-digitale Qualifizierungsangebote im weiteren Sinne anbieten, eigentlich noch viel besser helfen können in der Situation. Und das fing eigentlich nur damit an, dass wir überhaupt noch mal systematisch geguckt haben, wer macht was für wen. Und das wurde aber immer intensiver und enger über diesen Clusterprozess. Und wir wollten zusammen weitermachen. Und wir haben jetzt einen sozial-digitalen Angebotsfinder entwickelt, also eine Seite, die in den nächsten ein, zwei Wochen auch online gehen wird, wo das, was wir alle als einzelne Organisation tun, zusammen auffindbar ist und filterbar ist nach verschiedenen Kriterien, Expertin-Level, nach Medienformat und so weiter, sodass eben nicht jeder seine eigene Suppe kocht, sondern wir eben gemeinsam sichtbar sind und auch jeder mit dem gefunden werden kann, was euch gerade hilft in dem, was ihr tut. Das in Kürze. Wenn wir das Beispiel jetzt mal nehmen und wieder an Picknick oder Kuchenbacken denken, Susanne, vielleicht die Frage für dich, was an diesem Angebotsfinder oder wie würde der aussehen, wenn der nur kooperativ entstanden wäre? Oder was wäre in dem Prozess vielleicht auch anders gelaufen? Und erinnerst du dich an die Momente, wo es Kuchenbacken war? Ich kann so gar nicht backen, muss ich ja dazu sagen, aber Ich gemeinsam mit auch nicht. anderen backen geht es sehr, sehr gut. Ich glaube, wir würden dann heute hier in so einer Session nicht vorstellen, was wir machen. Und auch während des Summits das Video, was du ja kurz eben angespielt hattest, auch noch nicht vorstellen können. Wir hätten wahrscheinlich noch gar keinen Angebotsfinder, hätte es diese Begleitung nicht gegeben und dadurch halt auch eine sehr vertrauensvolle, intensive Zusammenarbeit. Weil ihr habt das ja gesehen, wir kommen aus sehr unterschiedlichen Organisationen mit eigenen Organisationskulturen, mit eigenen Arbeitsprozessen, Dynamiken, auch mit einer eigenen Art der Strukturierung unserer Qualifizierungsangebote. Und wir haben einen Weg gefunden, was ich, glaube ich, vor anderthalb Jahren gar nicht für möglich gehalten hätte, das gemeinsam eben auf dieser Plattform, diesen Angebotsfinder zu strukturieren, zu gucken, wie können wir da das auch wie ein gemeinsames Puzzle zusammenlegen und jeder von uns gibt da halt auch die Puzzlestücke dazu. Damit das vielleicht noch so ein bisschen greifbarer wird, könnt ihr noch mal überlegen, gab es so Momente, wo ihr wirklich gemerkt habt, so da hat sich die Nadel hier von so was Transaktionalem, wo wir irgendwie Güter austauschen und immer erst mal gucken, was machen denn die anderen und was kann ich geben oder möchte ich vielleicht auch geben, zu wirklich so was Co-Kreativem entwickelt. Also ne, erinnert ihr so Momente aus dem gemeinsamen Prozess, wo sich diese Qualität im Raum sichtbar verändert hat. Und könnt ihr noch zurückführen, warum? Ja. Also ich erinnere mich schon, Susanne, aber du auch, du hast jetzt gerade angesetzt. Nee, mach du mal, Rieke, ich bin noch überlegen. Also für mich gab es zwei so Momente. Das eine war, wir haben vorher eben geguckt, wer macht eigentlich was und das war schon total wertvoll. Und dann gab es aber den konkreten Vorschlag, diesen Angebotsfinder zu machen, was gemeinsames Commitment erfordert, da wirklich auch Arbeit reinzustecken und nicht nur regelmäßig sich auszutauschen in Sitzungen. Und das war so ein Punkt, wo ich weiß, dass da irgendwie ich total angespannt war, um zu gucken, trägt die Gruppe das? Also nee, gehen wir den nächsten Schritt. Das war so ein großer Moment. Und der nächste Moment war zu sehen, dass es tatsächlich funktioniert, als plötzlich alle hier und da aufgesprungen sind und Aufgaben übernommen haben, ohne dass das irgendwie delegiert werden musste oder so. Ja, ich kann noch ergänzen, dass es für mich so ein bisschen eine persönliche Entwicklung war, weil ich habe ja mich schon geoutet, dass ich nicht so gut Kuchen backen kann und ich strukturiere dann, glaube ich, ein bisschen die Kuchenstücke, die da schon da sind. Ich glaube, diese Rolle habe ich da auch ein bisschen übernommen in der ganzen Gruppe und dann hatte ich halt für mich persönlich noch so einen Aha-Effekt, dass ich gemerkt habe, ich habe eine relativ enge Definition von Qualifizierung. Also tatsächlich in einer Art und Weise, dass es halt eine Veranstaltung, ein Qualifizierungsangebot ist. Aber da eben weiterzudenken und auch das aufzunehmen, dass es Fachartikel sein können, Interviews, Lernreisen, ähnliches. Also es muss halt nicht ein Zertifikatskurs sozusagen sein. Das war für mich ein sehr großer Lernschritt, über den ich mich heute noch freue. Okay. Ein bisschen Blick auf die Zeit möchte ich euch gerne noch die letzte These vorstellen und dann nochmal in den Chat einladen. Den Breakout werden wir nicht mehr machen, aber ich würde zumindest gerne vom Raum nochmal hören. Ohne Ressourcen wäre diese
Art der Kollaboration nicht möglich gewesen? Fragezeichen. Und da würde ich auch gerne nochmal an euch geben. Es gab für diese gemeinsame, ne, um das gleich nochmal zu skizzieren und transparent zu machen, Rike, gab es ja ein bisschen Ressourcen in Form von Zeit und Geld durch euch, aber auch viel Engagement und wirklich auch viel, was alle anderen Beteiligten möglich gemacht haben. Also könnt ihr nochmal skizzieren, was ihr glaubt, ist so das Mindestmaß an Ressourcen, was ihr hier zusammengestellt habt, was es eben auch gebraucht hat. Ja, zunächst mal haben wir den Prozess ja gestartet mit unserer sogenannten D3-Netzwerkschnittstelle. Das war eine Stelle, die auch explizit für dieses Projekt mit dabei war und hatte Zeit eben zu koordinieren im Rahmen ihrer Stelle. Und das wurde dann ja übertragen bei euch in diesen Co-Lab-Prozess, wo wir ja wiederum auch euch hatten, die für uns gesorgt haben, Räume geöffnet haben, Zeit hatten, uns zuzuhören. Also das ist so eine Ressource, ohne die hätten wir das auf Dauer im Alltagsstress nicht aufrechterhalten können, den ganzen Prozess. Und dieser Angebotsfinder selbst, da haben wir eine kleine Förderung von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt bekommen, die eben uns einfach nur technisch geholfen hat, dass der Agentur das für uns bauen kann. Ansonsten aber keine Personalgelder. Da haben wir alle unsere eigene Arbeit und Commitment reingesteckt. Also wenn man das Projekt umsetzt und das jemand hätte ehrenamtlich stemmen können, wäre toll gewesen, aber das ist zu groß gewesen für uns. Und wie schätzt ihr das? Ich meine, ja, genau, seid ihr jetzt auch bemüht, dass es sozusagen zukünftig weitergeht? Ja, wie schätzt ihr das da ein? Jetzt gibt es die Prozessbegleitung nicht mehr, aber ihr habt unter euch eben einen guten Vertrauensraum aufgebaut. Also ich glaube, dass wir halt gut aufgestellt sind mittlerweile als Gruppe, um die nächsten Schritte oder auch fortlaufend den Angebotsfinder aufrechtzuerhalten. Kostet aber mehr Mühe einfach, glaube ich. Der Klassiker, wer bereitet halt ein Treffen vor, wer moderiert es, wer protokolliert es. Da werden wir uns halt stärker selbst organisieren müssen. Aber ich glaube, dass wir da auf einem sehr hohen Level sind, das auch tun zu können. Okay, dankeschön. Hier weiterführende Links, wenn ihr Lust habt, nochmal mehr über das Co-Lab zu erfahren und unsere Arbeit. Und genau, einen schönen Digital Social Summit Nachmittag euch allen noch.